Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zum Bakery Simulator. Meine Lieben, ihr wisst ja, dass ich die ganze Zeit hart verwirrt bin, warum ich denn nicht mit meinem Auto meine Backwaren herumbringen kann. Ja, ich habe ja schon gemutmaßt, dass sie das wahrscheinlich wieder rausgepatcht haben, weil sie es zu dumm fanden. Und tatsächlich habe ich mir jetzt gerade die Mühe gemacht, einmal auf der Steam-Seite zu gucken, was im letzten Patch drin stand. Und da haben sie geschrieben, die haben das wieder entfernt, weil sie mit der Game-Mechanik dann an sich doch nicht zufrieden waren. Das Feedback war wohl auch scheiße, weil alle meinten, das ist irgendwie dumm. Dann fährst du da mit deinem 10 km/h-Auto durch die Gegend. Ich finde es jetzt ein bisschen schade, ich hätte es gerne schon mitgenommen, aber naja, hilft ja jetzt nichts. Deswegen ist es nun mal weg. Ich glaube nämlich, das hätte am meisten Spaß gemacht, mit dem Auto irgendwie räudig ganz schlecht durch die Stadt zu fahren. Aber die haben das echt kurzerhand stumpf einfach komplett entfernt und haben jetzt erstmal nur den Lieferanten eingebaut. Was ich dann aber gemein finde, ist, dass man die Option nicht mehr bekommt, weil der Lieferant, wenn du dann willst, dass es sicher ist, kostet Kohle. Und das hätten sie dann ja wenigstens übergangsweise irgendwie reduzieren können oder vielleicht, keine Ahnung, irgendwas, weiß ich nicht, ist ein bisschen gemein jetzt. Man hat keine Möglichkeit, das selber zu machen, damit es nichts kostet, ne? Vielleicht ein nerviges Minigame oder so. You never know. Aber die sind da am Ausfiggern, wie sie es machen wollen. Das heißt, da wird wahrscheinlich sich demnächst etwas tun. Okay, genug darüber geredet. Wir machen weiter. Was backen wir denn heute? Doppelbrötchen, das war was Neues. Oder 36 Überraschungsmuffins. Also Muffins und ich, kein Bock mehr. Wir machen jetzt schön Doppelbrötchen. Und zwar 10 Stück. Bams. Was muss ich machen? Ich brauche Roggenmehl. 500 Gramm. Auf geht die wilde Fahrt. Wo ist denn die Musik hin? Die ist irgendwie weg. Aber ist auch egal. Die kommt schon irgendwann wieder. Vollkornmehl, Roggenmehl. 500 Gramm. Da. Boom. Joghurt, 200 Gramm. 100? 200. Olivenöl, 200 Gramm. Backpulver, 20 Gramm. Baking Soda. Salz, 20 Gramm. Zucker, 10 Gramm. Sonnenblumenkerne, 30 Gramm. Wo sind denn Sonnenblumenkerle? Sesam? Oil? Sonnenblumenkerle. 20. 30. Alles im grünen Bereich. Jetzt kann das in den Mixer rein. Kann ich das auch in den Mixer rein tun? Nö. Das muss in den... Wo ist denn der rote? Da, in den Mixer rein. Zack, zack, zack. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir daraus ja Brötchen formen. Kann ich dann jetzt eine dieser Formmaschinen benutzen? Maschine zum Formen von rundem Brot? Teigteilmaschine. Ne, da geht's nicht. Hier kann ich nur Brot draus formen, das bringt uns nichts. Also das heißt, Brötchen muss ich immer noch selber machen oder geht das hier mit? Maschine zum Runden und Teilen. Kann ich die denn benutzen? Nein. Na gut, dann müssen wir da selber wieder bei. Oder ich raff's halt nicht. Kann auch sein. Ich will das nicht ausschließen, dass ich mal wieder einfach nur zu dumm bin, ne? Also das ist jetzt ja nicht unwahrscheinlich. Gut, dann machen wir mal ein paar, was sollen wir denn machen? Brötchen, ne? Baguettes? Brötchen. Doppelbrötchen musst du wahrscheinlich selber machen, das hilft nichts. Die müssen auch richtig schön mit der Hand geformt werden, sonst lübt der Apparillo nicht, ne? Das ist nun mal so. Das ist Handarbeit ist das. Ja, schön die Sonne. Muffin mal eben da auf eine Muffin-Figur drauf schieben. Brezel auf eine Brezel. Das läuft hier seinen Weg, nicht wahr? Ja, ja. So, na komm. Komm schon. Zack. Zack. Jo, dann kommen die jetzt eben noch auf dem Backblech drauf und dann geht es auch schon los, ne? Dann geht es auch schon los. Zack, 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 zack. Wo ist die Musik hin? Sie ist weg. Ich weiß es nicht, Leute. Die Musik ist jetzt plötzlich verschwunden, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Dann ist das nun mal so, ne? So. Okay, jetzt packen wir das schön in unseren neuen Ofen, weil der einfach geiler ist. Weil man da einfach viel mehr einstellen kann. Wir brauchen 200 Grad. Und wir brauchen 25 bis 40 Sekunden, also machen wir 30. Und gib ihm!
Da könnt ihr mal schön aufbacken, nicht wahr? Jetzt habe ich wieder keine Gewürze reingetan. Warum mache ich keine Gewürze? Ich vergesse immer die Gewürze. Ab jetzt muss ich daran denken, Gewürze. Oh, ich sehe da unten gerade eine Steckdose. Ich würde sagen, diese Steckdose hat original Steckdosengröße. Ist zwar keine europäische Steckdose, das sind amerikanische Steckdosen, beziehungsweise britische. Die in UK sehen, glaube ich, auch so aus. Aber von der Größe an sich kann ich jetzt hier mich nicht beschweren. Es sind 4 Stück auf einer Fliesen. Das passt. Ich glaube, das passt. Du, die sehen hier gar nicht mal so kacke aus. Aber was ich jetzt auch wieder nicht verstehe, wieso ist das ohne Sachen und das mit... Wieso ist da ein Brötchen dabei, das anders aussieht? Das ergibt keinen Sinn. Es ist alles der gesamt gleiche Teig. Warum ist hier dieses eine Brötchen? Was ist da los? Aber es gilt als Doppelbrötchen. Sieht aber auch so gar nicht aus wie so ein Doppelbrötchen. Es ist halt einfach nur rund. Egal, ich packe die da jetzt mal rein in der Hoffnung, dass das löbt, ne? So. Hingestellt. Man kann irgendwie auch keine Aufträge parallel annehmen, ne? Die haben ja gesagt, es geht auch parallel, aber irgendwie geht das nicht. Ich raff nicht, warum. So, 100% absolute, also absolute Gönnung, würde ich mal sagen. Die sind ja mal richtig glücklich mit unserer Leistung. Ehre. Heutige Belohnung, WLAN. Was? WLAN? Automatische Auffüllung? WLAN? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Zurück zur Bäckerei. Gut. So, ein neuer Tag, ein neues Glück, würde ich sagen. Dann bestellen wir mal wieder Ware. Alles auffüllen, dankeschön. Und dann nehmen wir mal den nächsten Job an. Was haben wir denn? Kakaobecher. Sieht für mich zwar nicht aus wie ein Kakaobecher, aber ich habe Bock, 36 Kakaobecher zu machen. Let's go. Das kann doch nur Spaß machen, oder nicht? Habt ihr Bock? Ihr habt Bock, ich hab Bock, wir haben alle Bock. Komm, auf geht's. Lass uns mal Kakaobecher machen. Auf geht's. Wir benötigen zunächst einmal 900 Gramm Weizenmehl. 2, 4, 6, 8, 900. Zucker 180 Gramm. 50, 60, 70, 80. Milch 360 Milliliter. Milch. 100, 200. 50 und 10. Olivenöl 180, 50, 60, 70, 80 und dann nochmal 100. Bums. Eier, jetzt geht's los. Wie macht man das? Die sind unterschiedlich groß. Guck mal. Die sind 60. 60, 60. 3 Stück hiervon. Das sind unterschiedlich große Eier. Muss man wissen. Und noch eins, dann passt es perfekt. Ja, ein bisschen Kopfrechnen muss man hier in dem Game. Verrückt. Hefe. So viel Hefe? Was ist denn da los, Alter? 50 Gramm, 60, 70 Gramm und dann nochmal 2. Das ist eine Menge Hefe, also jetzt mal bei aller Liebe. Holy shit. Aber gut. Dann einmal 100 Gramm Kakao. Ich back mir einen Kakao. Alles ist grün. Jetzt wird gerührt, meine Lieben. Jetzt wird gerührt. Die Rührung wird eingeläutet. Es wird gerührt. Es wird gerührt. Du ahnst es nicht. So, die Rührung ist abgeschlossen. Ich habe das Gefühl, die Kakaobecher müssen auch in diese wunderbaren Hörnchen, die ich so sehr liebe. Ist das nicht schön? Gut, dann füllen wir hier mal wieder Papier rein. Oh, das geht aber jetzt ja. Okay, die ersten beiden gingen geschmeidig. Jetzt wieder. Oh Gott. Komm schon! Ich mach mal die Geräusche mit, okay? Klick, 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 klick,
Klick, klick, klick, klick. Klick. Klick, klick. Klick. Klick, 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 klick. Du wirst bescheuert. Ernsthaft, du wirst einfach bescheuert. Ich raff es nicht. Oh mein Gott. Wie kann man das denn so verkacken? Das raff ich halt echt nicht. Aber gut, ey, Props trotzdem raus an die Entwickler. Du, die sind momentan fleißig dabei, ne? Aber halt, ganz ehrlich. Also, bevor du so ein Game releast, testest du das in der Regel. Und das hat ja wohl einer von den Entwicklern ja mal mit Muffin gemacht. Da muss man doch feststellen, Alter, Teig und Zeugs in eine Muffinform zu packen, da kriegst du physische Schmerzen bei, Alter. Da muss man doch irgendwie reagieren. Rallig nicht. Aber ist egal, komm. Ist mir egal. Füll das jetzt rein da! Ich drehe hier am Rad. Der gute Kackeroberger. Los. Oh, man hat auch echt massiv viel Zeit. Na, überleg mal, wir haben noch 17 Minuten. 17 Minuten, um diesen Kackeroberger fertig zu machen. Also, ich weiß auch nicht, du. Also, so richtig stressig wurde es noch nicht. Man kann nur einen Job auf einmal annehmen, obwohl es irgendwie hieß, man kann das parallelisieren. Haben wir von nichts von gesehen. So, Achtung. 1, 2, 3, 4. Okay, das heißt noch zwei Dinger. Noch zwei Dinger machen. Eins. Das ist hier schon mal fertig. Dann nehmen wir das nächste Blech Kakaobecher schon mal. So. Noch zwei Stück. Weißt du, es ist nicht auf dem Boden, aber ich kann im Stehen eben so ein Stück Papier da reinschmeißen. Das wurde einfach da reingeschnipst. Das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Hallo? Komm schon. Dafür geht's jetzt hier oben wieder nicht, ne? Gibt's den Trick, du musst auf den Boden legen. Auf den Boden geht's besser. Schmeiß auf den Boden. No, noch nicht so rum. Genau. Und dann jetzt einfach so. Ja, guck mal, es geht besser. Okay, doch nicht. Gut, wieder zurück damit. Bevor ich noch komplett ausraste. So, hier, komm! Red mit den Dingern. Jawohl, jawohl, jawohl. Oh. Sammelst du die Scheiße doch dauernd ein, Mann. Ich raff's nicht. Komm! Ich mache nie wieder Muffins. Muffins sind mir echt zu nervig. Jetzt geh da rein. Hallo. So, okay. Eben mein Schmodderteig da noch reingeeiert. Sieht überhaupt nicht aus wie Schokolade. Dafür, dass da irgendwie Kakaobecher mal rauskommen sollen, sieht das sehr hell aus, der Teig. Also jetzt mal so ernsthaft jetzt. Mal so gefragt. Man kann gedrückt halten. Alter, was? Geilomat. Geht das auch mit den anderen Dingern? Wenn das auch mit den anderen Dingern geht, dann bin ich zufrieden. Dann geht's. Gedrückt halten und alles wird gut. Oh, meine Seele neigt sich gerade wieder dem Glück zu. Deswegen, vielleicht wird es doch noch was mit den Muffins und mir. Einfach gedrückt halten. So. Meine Lieben, 180 Grad. 40 Sekunden. Und gib ihm. So, mal sehen, ob da auch jetzt schöne braune Muffins draus werden. Ich drück mal mein fettiges Gesicht gegen die Scheibe, damit wir das richtig schön auch beobachten können, nicht wahr? Noch sehen die nicht aus wie Kakao-Dinger, aber das wird noch. Vertraut mir, da kommt gleich noch der Kakao. Ich kann es fühlen. Vielleicht auch nicht. Noch 8 Sekunden. Wenn da noch ein bisschen Bräunung reinkommt, dann naja. Also sind total perfekte Kakaobecher. Sehen für mich zwar nicht danach aus, aber sind so. Kannst du so auf den Boden schmeißen, den Kram. Ups. Sammel das bitte. Oh mein Gott, du sollst diese Form aufsammeln. Danke. Nächste bitte. Darf keiner wissen, wie ich hier arbeite in meiner Küche. Einfach auf den Boden schmeißen, wo man geht und steht, ne? Kannst du auch nicht wiederverwenden, den Kram. Das ist jetzt verbraucht. So. Ehre. Und ausliefern. Da gucken die, wie schnell das ging, ne?
So, los geht's. Mal sehen. Zack, zack. 100% Zufriedenheit, $770 Ehre. Das ist, ich muss sagen, also 770 für ein paar Muffins ist schon krass. Ist schon krass, aber ist okay. Zurück zur Bäckerei. So, mal schauen, was jetzt für Aufgaben reingeäumelt kommen. Bevor wir starten, wieder die Bestände auffüllen. Zack, zack. Okay, nun gucken wir mal. Vielleicht mal was Neues. Oh, 42 Muffins. Nee, dann lass mal wieder ein Bauernbrot machen. Hier, komm. 8 Bauernbrote. Bums. Okay, let's go. Kann ich jetzt eigentlich noch mehr Missionen annehmen? Nee, nur eine. Kann ich nicht. Egal. So, wir brauchen 2,56 Liter Wasser. Okay. Wasser. 1, 2 Liter. Drei, vier, sechs. Roggenmehl 2 Kilo. Scheiße, Bruder. 1, 2. Okay. Ich pack das da schon mal rein. Dann brauchen wir Sauerteigstarter. 1,2 Liter. Weizenmehl 1,28 Kilo. 1, 2. Salz 96 Gramm. 2, 4, 6, 8. 10. Ehre. Und rein damit. Bauernbrot. Ehre. Mixwell! Warum ist da 0%? Wieso hat das Bauernbrot 0%? Jetzt wird das scheiße. Oh nein. Weil das da nicht reinpasst. Kacke, Mann. Das passt nicht in den Apparat. Okay, warte. Passt es aber auch nicht rein. Wie benutze ich denn den Ah, okay, komm, dann schmeißen wir das weg. Pech gehabt. Wo ist denn der Mülleimer? Mülleimer, wo bist du? Ja. Süß. Wir nehmen mal die Fettschüssel. Kann ich das auch noch eben wegschmeißen hier? So, komm, weg damit. Okay, wir fangen von vorne an. So, hier geht auch ein bisschen mehr mit dem Wasser. Kann ich das da irgendwie reinhalten? Da, Schüssel. Kann ich sie irgendwie reinhängen? Okay, oh. Wie stacke ich jetzt gerade da drinne? Ich glaube, das soll so nicht sein. Was habe ich jetzt angestellt? Ich habe irgendwie geschafft, mich da rein zu stacken. Komm mir nicht wieder weg, Leute. Scheiße, Bruder, ich stacke. Ich habe mich mit der Schüssel verpaart und bin jetzt eins dieses Apparates geworden. Auch jetzt, warte mal. Okay, läuft wieder. Ich habe mich wieder befreit. So. Okay, also. Nun geht's los. Wie geht denn das jetzt? Ich möchte gerne Wasser haben. Ach hier, Water. Guck mal, da kann ich auch sagen, wie viel. Milliliter. 2, 5, 6, 0. Und dann, das ist das Drücken. Scheiße. 2, 5, 6, 0. Achso. Geilo. Okay. Das war einfach. Danke. Ja, Hahn ist ja gut. Wird immer entspannt. Meine Lieben, der Hahn, er ist am Krähen und ihr wisst, was jetzt wird geschehen. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Ja, ansonsten sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, gerne im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.